Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren da draußen an den heimischen Empfangsgeräten. Zu Ihnen spricht der Bimi und wir sind zurück bei Empire Total War mit der Mod Empire 2 und dem großen, stetig wachsenden Polen-Litauen. Der spanische, ehemalig spanische Teil Nordafrikas gehört jetzt endgültig uns. Das Einzige, was uns hier noch etwas stört, ist hier eine spanische Flotte. Gegen die werden wir folgendermaßen vorgehen. Wir schieben diese Flotte schon mal vor den Hafen, damit hier keiner unpassend ausläuft. Natürlich auf den Handelsknotenpunkt oder den Handelspunkt. Bringt uns bei weitem nicht so viel ein wie der da vorne. Aber so können wir vermeiden, dass uns diese Flotte womöglich noch ins Mittelmeer abhaut. Oder zumindest ein Mittelmeerbereich, den wir kontrollieren. Weil hier oben ist ja noch ein Hafen. Und dann können die sich fliehen. Das wollen wir vermeiden. Machen dadurch natürlich weniger Geld. Aber das ist halb so schlimm. Mal überlegen. Wir können auch einfach das Schiffchen dorthin packen. Moment, wir haben doch... Vor Ewigkeiten ist hier mal ein Schiff hintergeflohen. Und das schnappen wir uns. Und das stellt sich dahin. Und stört dort allein den Handel. Bringt nicht ganz so viel ein. Ich glaube, je größer die Flotte ist, desto mehr kann man da machen. Aber wir brauchen die große Flotte, um hier zu behindern. Und nächste Runde sorgen wir dafür, dass diese Flotte den Hafen verlassen muss durch unsere Kavallerie. Wir haben noch 6000 über. Ich würde sagen, die nehmen wir mit in die nächste Runde. Ausbaufähig ist hier momentan eh nicht so viel. Und womöglich müssen wir nächste Runde oder die nächsten Runden uns darum kümmern, hier ordentlich zu garnisonieren, um mit unserer Armee, endlich mal Afrika verlassen zu können. Vor allem mit der hier unten. Wir kriegen hier einfach keine Ruhe rein. Es liegt auch an mir. Ich hätte einfach schon viel längst dieses Militärgebäude hier ausbauen sollen, hätte dort Miliz rekrutieren sollen. Aber so machen wir wenigstens langfristig mehr Geld in der Region. Durch das Gouverneursgebäude. Außerdem durch das Ding hier. Durch die Gouverneursresidenz nehmen wir ja ebenfalls. Oder können wir auch die afrikanische Miliz ausbilden. Und die sorgt auch für Ruhe in der Region. Wir werden das Geld noch nicht nutzen, um die Straßen auszubauen. Aber auch das wird früher oder später kommen. 2500, hier könnte man drüber nachdenken. Straßen erhöhen den das Handelseinkommen. Sogar den Reichtum der Stadt. Auch das keine allzu schlechte Idee. Und wir haben hier noch eine Eisenmine, die relativ günstig auszubauen ist. Und wir können hier ein Castle reinsetzen. Für 3000. Das ist aber lukrativ. Minus 1 Zufriedenheit allerdings. In der Mittelschicht. Dafür plus 3, also in der Unterschicht wahrscheinlich. Das wird ja bloß mit Mittelschicht dargestellt in verschiedenen Bildern. Aber plus 3 bei der Oberschicht. Ja gut, aber ich glaube, die kriegen wir auch so schneller zufrieden. Wir nehmen das Geld erstmal mit und schauen später weiter. Ein Saboteur wurde geboren. Oh, und sogar hier unten. Ja, schön. Jetzt, wo wir alles erobert haben, kommt hier unten ein Spion. Den werden wir mal Richtung Türken schicken, Richtung Osmanen schicken. Vielleicht bringt er uns da was. Dafür ist ein anderer Saboteur gestorben und wir haben noch einen. Und den brauchen wir jetzt hier nur wirklich nicht. Ah, diese ganzen Saboteure ständig. Sie sind so viele und sie taugen wenig. Kavallerie wurde hier fertig. Du schaffst noch nicht ganz in die Armee rein. Die Infanterie schafft das in die Armee rein. Du ziehst dich schon mal kurz davor. Oder schaffst es doch mit einem Schritt rein? Ne, natürlich nicht. Er hat zu viel erwartet. Aber wir bleiben in dem Gebäude drin. Kurz ein paar Sachen zerstören. Die wird er später bestimmt reparieren wollen. Hier genau denselben Spaß. So, einmal rein, einmal zurück. Gebäude kaputt, muss er reparieren, muss er Geld für ausgeben. Ein super Standpunkt hier, um zu plündern. Geht das Ganze auch nochmal mit dem General? Jawohl. Warum bin ich da früher nicht drauf gekommen? Man lernt nie aus.
Alles klar. Jetzt fordern wir die spanische Flotte heraus. Ups. Wir werden sogar leicht bevorteilt dargestellt. Größtenteils Jackdaws, teilweise ramponiert. Das muss nichts heißen. Und einige Sloops. Alles klar. So, da ist hier unsere Flotte. Und da drüben, das ist ja auch eine komische Aufstellung. Wir können es hier aufstellen, der da drüben. Na gut. Dann halt mal alles hier rüber. Folgendermaßen. Super heftig, General kommt hier hin. Und der Rest wieder in dieser putzigen V-Formation. Und das Ganze möglichst in Windrichtung, wenn man das hier mal ordentlich platzieren dürfte. Das ist hier etwas zu behäbig, wie ich finde. Wir erinnern uns an diese unglaublich starke Moralskalione. Mal gucken, ob die hier auch so viel ausrichtet bei uns, wenn sie nicht der KI gehört. Ich mag es zu bezweifeln. Und wir haben doch die Flotte repariert. Warum ist hier ein Schaden dran? Na, egal. Ich dachte, ich wäre mir sicher gewesen, dass wir die Schiffe repariert haben. Und alle auch rechtzeitig repariert bekommen haben. Aber man kann ja alles haben. Der restliche Pulk hier kommt so als zweite Reihe dahinter. Oh, der hat sich eh nicht formiert, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, der hat sich in zwei lange Reihen formiert. Eine lange Reihe. Und eine Ecke. Ein schöner Winkel hier. Aber der soll ruhig mal kommen. Ich schneller als wir. Der kann auch fast problemlos gegen den Wind segeln. Hier habe ich noch welche übersehen. Fällt mir gerade auf. Ich habe hier noch eins übersehen. Ist ja hier umständlicher als eine Uhr zu stellen. Dieses Schiff hier um zu platzieren. Dann könnt ihr ruhig noch einen Meter raus, würde ich sagen. So. Sehen wir an Bord dieses Schiffes eigentlich auch einen Offizier stehen, also in dem Fall ein Admiral? Ja, tatsächlich, da ist er. Der Mann im roten Rock. Dass ich schon selbst ins Gehege. So viel kann der anscheinend gar nicht steuern. Und wir können soweit noch gar nicht schießen. Aber bald kommt was in Reichweite. Jetzt.
auf die Entfernung können er sogar schon zurückschießen. Der Wind zieht nach Südwesten. Aber der Kanonenpulverdampf weht nach Nordosten. Naja, passt die Reichweite noch nicht für Ketten. Dann gibt's halt noch keine. Erst wenn sich was bedrohlich annähert. Ich finde, von diesen ganzen Kügelchen, die die Schiffe hier verschießen können, landen immer verdammt viele im Wasser. Kommt nur mir das so vor. Hier können wir, denke ich, langsam auf Ketten stellen. Ja, das passt gut. Hier stellen wir auch langsam auf Ketten. Na, ah, das war ein bisschen viel gedreht. So, hätte ich es gerne. Ein einzelnes Loop of War, die sich hier nach vorne gewagt hat. Überlegen, trauen wir uns mit den Schiffen etwas vor. Und sagen wir, weil die hier so stehen haben. Ist das eine gute Idee? Wir werden es gleich sehen. Hier schwimmen auf jeden Fall schon. Hier schwimmt auf jeden Fall schon Holz und Männer im Wasser. Ja, zumindest Holz. Ich dachte, ich hätte auch irgendwo eine rote Uniform gesehen. Naja. Wollen wir mal nicht traurig drüber sein, dass unsere Leute noch am Leben sind. Wir haben ja bereits etwas entmastet. Das finde ich super. Stellung gegangen. Man fragt sich nur wie. Ja gut, sie sind einen halben Meter neben der Position, die wir gewollt haben. Aber das passt soweit auch. Bei denen hier, oder bei beiden stellen wir noch auf Ketten um. Ihr passt mal den Winkel ein bisschen an, damit ihr mitschießen könnt. So, schaut das doch schick aus. Und für Ketten ist die Reichweite zu kurz. Hier passen sie ganz gut. Hier ist es erstaunlich, dass man Moral übrig geblieben ist. Naja, nicht mehr lange, würde ich sagen. Jetzt sollte es passen. Jawohl. Spanische Flotte hat sich mittlerweile ziemlich verteilt. Gerüsteter unserer Flotte steht hier noch in der Etappe. Wir nehmen euch beide mal und stellen euch hier noch mit ran.
Na, so nicht. So wäre schön. Gerne mit voller Kraft. Fliegen die Fetzen. Zack, wieder Mast gebrochen. Waren 60 Mann sind hier an Bord. Darauf die Entfernung auch regulieren lassen. Haut da mal Kartätschen rein. Wobei ich immer das Gefühl habe, Kartätschen bringen nicht viel. Richtet euch dreimal. Das erste Schiff seine Moral. Finde ich super. Das ist immer bei 50 Mann. Stellt ihr auch auf Ketten um. Da muss doch was umfallen. Und ich glaube, Kartätschen tun hier gar nicht mal so gut. So. Fliegt nur wieder Kanonenschüsse raus, aber es fällt irgendwie nicht so richtig was an Bord um. Mehr. Das ist auch jemand über ganz weit außen. Hier kommt man sich in die Quere. Bleibt mal stehen. Ihr fahrt den Bogen hier rum. Und ballert euch dann mal richtig einen ab. Dreht euch zurecht. Wird der Überrundungsversuch geprobt. Das wissen wir zu verhindern. Müssen anpassen. Müssen anpassen. Hopp, 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 hopp. Bild für Bild fällt der Mast ins Wasser. Das Gefühl, ich habe euch in die falsche Ecke geschickt. Guck mal lieber hier rüber. Mit vollen Segeln im Gegenwind. Das wird schon. Warum wankt hier die Moral, obwohl ihr voll seid? Also, ich will hoffen, dass ihr nicht voll seid, aber ich will hoffen, dass, der Moralbalken voll ist. Zumindest dachte ich mal, so sieht ein voller Moralbalken aus. Unser Generalschiff ist mal gerade nicht so happy. Admiralschiff, sorry. Deswegen geben wir mal volle Segel und fahren davon. Ja, oder wir fliehen, okay. Warum auch nicht? Dann fahren wir hier ein paar Meter weiter rüber. Und hier mal bitte durch. Und drehen uns hier ein Stück.
Aber ich sehe schon, das wird hier ein ganz tolles Ding. Und ich bin echt auf das Geld gespannt, was sie hier mit dieser Schlacht verdienen. Denn dafür lohnen sich die Seegefechte dann doch sehr. Können mit denen einfach ordentlich Money machen. Was ist eigentlich da? Das ist unsere Gajone geworden. Wollen wir nicht vernachlässigen hier? Die war schließlich ziemlich teuer. Also teuer, teuer erkauft, teuer erkämpft. Also Gajonenschiff haben wir verloren. Also zumindest für die Schlacht hier. Sehr schade drum. Wende dich mal noch ein klein wenig mehr. Keine Ahnung, was du vorhast, aber fahr mal lieber hier lang. Fahren die denn lang? Was habe ich denen denn mal gesagt? Fahrt mal da lang. Da kommt die Fernunterstützung. Der Kurs passte auch soweit noch. Das Ding hat aufgegeben, sehr schön. Die wird bald aufgeben, will ich hoffen. Das Ding hat aufgegeben, sehr schön. Fliegen die Fetzen. Wollen wir das verfolgen? Eigentlich nicht. Wenn dann überhaupt mit so einem Schiffchen. Aber das ist die Dreiergruppe. Ach ne, ihr zwei seid nochmal eins unterwegs gewesen. Und dreht einmal. Stückchen noch. Da fällt der nächste Mast. Waldbalken ist nicht mehr vorhanden, das hindert sie nicht daran zu feuern. Aber jetzt haben sie langsam keine Lust mehr. Ausgezeichnet. Und da haben sie aufgegeben. Nächstes Schiff. Da. In die Mitte. Du bist auf dem besten Weg. Stell schon mal um. Ihr steht auch schon mal um. Einer mit allen drei Segeln unterwegs. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Pass dich noch ein bisschen an. Du fährst noch ein bisschen so rum.
fährst gerade selbstständig in die Reichweite. Das finde ich super. Beide sind ja drüben noch so unterwegs. Hier hat noch ein großes Schiff uns aufgegeben. Schade. Du musst hier mittig durch. Nee, du musst jetzt mal da lang, damit du dir noch erwischen kannst. Immer noch ein großes. Wir haben es hier noch mit ein paar kleinen zu tun. Schön, sowas zu sehen. Wenn sich die Salve so abregnet, bevor ein richtig großes Ding in die Reichweite kommt. Also hier die Orientierung zu behalten, ist nicht einfach. Und du stehst falsch rum, mein Guter. Du machst ein bisschen langsamer, damit der da nicht aus der Reichweite rausfährt. Jetzt bleibt da hinten ein Auftrag. Und du zumindest. Beide so hinterher. Du machst auch in die Richtung. Hinten wehrt sich auch nichts mehr. Doch, der ganz hier hinten, aber der ist sich auch nicht mehr ganz sicher, ob er sich noch wehren möchte oder nicht. Du machst hier ran, gib Vollgas. Hier flieht wieder ein großes Schiff von uns. Schade. Beiden hier jetzt mal außer Gefecht setzen kannst. Das sollte machbar sein. Ausgeschaltet. Noch nicht ausgeschaltet. Dann fährst du da runter. Du hältst mal an. Auf was haben wir es mit dir abgesehen? Eigentlich in die Richtung müssen wir mit dir. Ihr fahrt ebenfalls noch hier runter. Ihr auch. Schön, oder? Wir haben ja 3, 4 Schiffe extra in die Richtung geschickt, um das hier zu schlagen. Hat natürlich nicht geholfen. Ist klar. Du schneidest hier meinen Weg ab.
bisschen mehr Vollgas. Das Ding ist hier in Reichweite. Hat auch keinen Moralbalken mehr. Sowas kennen die gar nicht mehr. Fahrt mal noch ein paar Meter nach vorn. Er traut sich hier noch zu kämpfen. Und wenn ja, warum? Jetzt nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr. Da hat sich's ausgekämpft für die. Ihr zwei müsst euch ein bisschen voneinander trennen. Es zieht sich alles nach links rüber. Gibt es hier drüben überhaupt noch ein spanisches Schiff? Nö. Sehr schön. Hier hat auch keine mehr Lust. Nein. Gut zu wissen. Du flüchtest. Du hältst angeblich an oder du stehst angeblich, was du nicht tust. Ihr seid auf Ketten gestellt. Ihr seid auf Ketten gestellt. Seid beide dann ab und zu mal in Reichweite. Fahr ruhig hier so den Bogen rum. Fährst hier noch lang. Und hier hält sich einer wacker. Bis wir in Reichweite kommen, will ich hoffen. Und es wacker Steine regnet. Und euch wenden wir jetzt mal. Seite hier. Sperrbein. Halt mal an. Haltet an und schießt mit normalen Kugeln. In der Hoffnung, dass das die Leute kostet, wenn schon nicht den Mast. Hier fliegt der nächste gegen das Schiff. Du hältst schon. Position ist gut. Steuerst noch ein bisschen rüber. Ihr kommt hier runter. Und da haben sie aufgegeben. Sehr schön. Nächster Haufen. Ach, da unten ist ja noch wer. Ihr steht hier echt schlecht rum. 55 Mann, 62 Mann. Wir können noch ein paar Meter. Und natürlich geben sie auf. Na, fast. Fast, 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 fast. Mast gefallen. Hier ist noch ein Mast gefallen. Hier fällt im besten Falle auch die Hoffnung. Komm schon. Stückchen noch. Ansonsten muss da jetzt die Besatzung fallen. Ihr habt's wieder. Ein bisschen Kursanpassung noch. Was bald dein nächstes Ziel? Wie viel sind da drauf? 39. Das sollte eigentlich auch mit einer Ladung Kugeln machbar sein. Mal, dass das stimmt. Wir jagen sie jetzt hier zum Kartenrand. Wenn wir schnell genug wären. 55 gegen 60. Schauen wir, ob wir den Mast noch fällen können. Und sich dann nur auch die Großen hier drum kümmern müssen. Hier ist das Spiel noch nicht vorbei. Du bist Vollgas.
Jetzt aber hier. Schöne Salvereien. Komm schon. Ich will Spanier fallen sehen. Naja. Naja. Da haben wir uns mehr erwartet. Du kommst hier auch noch ran. Vielleicht nützt es ja was. Du ruhig mal von hinten ran. Es muss doch hier irgendwas Vorteiliges bringen, hier mal ein bisschen ins Heck reinzuschießen. So wie in anderen Spielen. Wo das durchaus mal ordentlich Schaden anrichten kann. Jetzt haben sie aufgegeben. Dann auch du, flott hier ran. Muss doch immer was fallen. Ich habe gerade gefühlt die ganze Salve ins Wasser gesetzt. Wenn wir euch mal daneben setzen. Das Schiff geflohen? Nein, ist noch da. Kurz davor zu fliehen. Wer gewinnt hier eigentlich den Geschwindigkeitswettbewerb? 60 Mann, noch zwei Massen. Das kriegen wir runter. Einer von links, einer von rechts. Was habe ich hier drüben eigentlich übersehen? Ach, der fährt sogar noch, Mensch. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur gerade gewundert, was da auf der Minimap da in der Ecke noch so rot angezeigt wird und aktiv angezeigt wird. Wen schicken wir denn mal dahin? Euch zwei. Glaubt ihr, er kommt da runter? Bin gespannt. Stehen geblieben, das sollst du nicht. Gib Gummi. Einen Mast wollen wir noch runterklöppeln. Ich sag nicht, kurz bevor du schießen konntest, haust du ab. Das ist doch so ein Witz.
Ihr habt's alle gesehen. Kurz bevor er hier in der Reichweite war, gibt er auf. Ich werde manchmal nicht schlauer aus dem Spiel. Es sind noch 40 Mann an Bord, die sich sagen, wir können noch ein bisschen. Komm, ihr sägt den Mast noch runter. Hilfst dann. Und wie schnell die noch einmal sein können. Den ganzen Tag sonst wie lahmarschig unterwegs. Aber dann, wenn sie abhauen wollen, dann geht's. Ist ja nicht mehr so, dass die groß beschädigt werden. Ich meine, na gut, sie haben ein paar Kanonen verloren, ein paar Leute, aber der Moralbalken ist voll. Der Rumpf ist noch vollkommen in Ordnung. Und die sagen sich, wir haben keine Lust mehr. Es ist nicht ganz klar, warum. Ach, da ist er wieder. Ey, komm, gerade eben hat er mir was angezeigt. Hat das Spiel vollkommen verlassen. Ach, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Hier ist immer noch der Einzelne unterwegs. Haben wir nicht hier zwei losgeschickt? In die Richtung. Was machen die eigentlich? Wir sind zumindest schon mal auf dem Weg. Ah, das kann auch ein langes Ding werden hier. Also ich finde die Seekämpfe hier sehr, sehr langwierig, sehr, sehr monoton. Und ich finde auch hier hat die KI viel zu viele Vorteile, wenn man sich überlegt, wie schnell ihre Schiffe sind und wie schnell unsere Schiffe im Vergleich zu ihnen abhauen. Ich finde, die haben da sehr, sehr viele Vorteile. Die Region ist beweglich, das ist schön. Wieder aus unserer Reichweite gemogelt. Dann ist man ja auch nach jedem einzelnen Bewegungsbefehl die Geschwindigkeit wieder anpassen muss. Auch das finde ich etwas nervig. Immerhin wankt jetzt ja auch mal die Moral. Warte mal ruhig hier runter. Wir haben nur mal Kugeln drauf. Und der hältst an. Stehst hier super. Ist
schon wieder außer Reichweite, obwohl du angehalten hast. Der will sich auch retten, das kann er schön vergessen. Das sind 50 Mann, die dürften doch jetzt bald mal keine Lust mehr haben. 49. Mir fällt auch endlich mal noch ein Mast. 33. Die müssen wir auch mal jetzt so wegballern können. Ja, halt mal an. Halt mal an, habe ich gesagt. Der hält nicht an. Kann man das lange sagen, er macht's bloß nicht. Der dümpelt weiter vor sich hin, lässt sich zusammenschießen, kommt keinen Meter mehr vom Fleck, bleibt aber weiter am Start. Selbes Spiel hier. Komm, fahr zu. Fahr zu, habe ich gesagt. Na, ist auch nur fast genauso schnell. Selbst auf die Distanz schaffen sie noch Schüsse ins Wasser zu setzen. Es ist nicht zu fassen. Vertätschen, komm. Versucht die Besatzungszahlen zu minimieren. Und der haut ja auch noch ab mit 30. Ich glaub's ja wohl nicht. Schaut's hier hinten raus. Das ist auch ein Kampf gegen die Wand hier. Jetzt bleibt angehalten. Wann habe ich euch gesagt, dass ihr anhalten sollt? Die Seekarte hier unglaublich groß. Dauert Ewigkeiten, bis man mal von A nach B gesteuert hat. Ja, das ist soweit kein Minuspunkt, aber verzögert hier ein bisschen. Und warum habt ihr jetzt eigentlich Lust am Kämpfen verloren? Könnt ihr mir das mal erzählen? 115 Mann, 42 Kanonen, kein Interesse mehr gegen 43 Mann zu kämpfen? Oder gegen 27? Ist das euer Ernst? Die Gajone auch auf einmal. Ist denn jetzt schief? Die Gajone ist raus. 30 Kanonen ist raus. Keine Lust mehr. Vorbei. Tut mir leid, das ist auch eine Sache, die stört mich hier extrem. Jetzt ist wieder da. Gott sei Dank. Ich meine, wir haben es ja noch mit zwei, drei sehr ledierten Schiffen zu tun. Und wir schaffen das nicht. Weil die eine unendliche Moral haben.
Schaut es hier drüben so aus. Hier ist der Gegner geflohen. Jetzt habt ihr was wie einen Kartenrand. Schaut mal, dass er hier hinkommt. Mann. Ist da was reißbar? Komm schon. Jetzt ist vorbei, okay. Den haben wir geschafft. Den haben wir nicht geschafft. Den schaffen wir auch nicht mehr. Der kommt zwar nicht mehr vom Fleck, aber der hat ewige Moral. Der ist durch, der Kerl. Mann. Gegen 113. Wie schaut's da aus? Schüsse aus nächster Nähe und die machen keinen Schaden. Ist doch ein Witz. Das ist doch nicht mehr feierlich. Verlieren sogar die Moral, wenn wir direkt dran stehen. Und wir treffen aus der Entfernung nichts mit Kartätschen. Jetzt mal wieder ein. 21, komm schon. Und da haben sie aufgegeben. Na, immerhin war's. Immerhin war's. Dich nehmen wir. Feier rüber und gib's ihm endlich mal. Ihr kommt von der Seite und gibt's dem endlich mal. Wer noch so weit kommt. Nee, kommt er nicht, oder? Ja, vorbei für euch. Habt euch zerschießen lassen. Mit 80 Mann schafft ihr es nicht mehr gegen 35. Irgendwo verständlich. Vielleicht. Für mich nicht ganz, aber okay, was soll's. Die andere Ecke ist verschwunden. Hier. Immerhin, den habt ihr gegeben. Wie schaut's hier so aus? Der eine tut nicht gut hier. Wenn wir jetzt alles entgegenschicken müssen. Was hier noch irgendwie zur Verfügung steht. Das letzte spanische Schiff, was hier Widerstand leistet. Wisst ihr noch, wie weit... Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Schlacht habe ich gar nicht drinnen gelassen. Vielleicht auch nicht. Aber die Gallione hier, die haben wir erobert, die hat gekämpft, bis sie gar keinen Mast mehr hatte. Also alle drei Hauptmasten waren weg, der kleine war weg und selbst dann war noch dieses kleine Fitzelchen Moral übrig, ähnlich wie jetzt bei dem hier. Schaut sie euch an. Jetzt haut sie ab. Es ist für mich nicht ganz verständlich. Und ich finde das echt schade. Abgesehen davon, dass unsere Schiffe jetzt schon Moral... Malus bekommen, obwohl sie noch nicht mal dran sind. Da haben die schon keine Lust mehr zu kämpfen. Das ist doch einfach unverständlich.
Auch hier schafft es keiner ran. Jetzt, oder? Das war's, Gott sei Dank. Ein Pyrrhus-Sieg. Hat auch noch fast eine Stunde gedauert. Und da ist sie, die feindliche Flotte ist uns 39.000 wert. Das geht mal runter wie Öl. Money, money, money. Wir ziehen die ganze Flotte hier rein und werden sie einmal reparieren. Das haben sie sich alle verdient. Für 10.000. Wir haben die spanische Mittelmeerflotte vernichtet. Alle beide. Jetzt heißt es wirklich nur noch hier für Ruhe sorgen. Und dann schauen wir weiter. In 3 Runden ist ja das Magistrat fertig. Hier ist alles repariert. Wir werden uns direkt ranmachen, wenn wir die ganze Armee einmal rausziehen. Wie schaut es dann aus? Selbst dann ist es hier mit der Moral soweit. Oh. Wir werden hier einiges an Miliz rekrutieren, würde ich sagen. Und die auf den schnellsten Weg runter nach Tripolis bringen. So, 5 Einheiten runter nach Tripolis. Dann sorgen wir hier vielleicht auch endlich mal für Ruhe. Ihr macht euch schon mal so, wie ihr seid, auf den Weg zurück. Es sind 2 Einheiten Kavallerie drin. Eine hätte ich hier ganz gern noch. Können wir diese maltesische Kavallerie mitnehmen? Andererseits, Nico, wir haben ja 1, 2, 3 Armeen. Das wird ja wohl für Madrid reichen. Wir werden ja keine weiteren Truppen rekrutieren. Wir werden uns stattdessen um die Heimatarmee kümmern. Hier oben in Warschau. 4 Einheiten Artillerie, 4 Einheiten Kavallerie und der Rest hier wird Infanterie. Für 9.000 können wir hier das Haus des Parlaments bauen. Bringt Zufriedenheit, bringt Repression, bringt Geld und überhaupt und alles und ganz viel. Wir könnten hier die Naval School ausbauen und nach den flexiblen Taktiken auch Marines rekrutieren. Für schlappe 12.000 kommt, das haben wir doch einmal. Das hier haben wir auch einmal. Es sind noch 15.000. Wir sind 15.000. Achso, wie viele Plätze sind das jetzt hier? 10, 12, also 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Später noch eine. Und dann steht hier eine große, dicke Armee, die zudem noch sehr gut ist. Und damit können wir hier bestimmt einiges reißen, wenn es denn doch nochmal gegen die Preußen geht. Wenn wir in Vilnius irgendwas ausbauen. Ja, das Gouverneursgebäude. Gut. So schnell wie das Gebäude da war, so schnell ist es schon wieder verschwunden. Und wir sind auf dem besten Weg nach Madrid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich über jeden Daumen nach oben. Jeden geistreichen, konstruktiven Kommentar. Jeden dazu kommenden Abonnenten. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.